So, Tag auch, Episode, was haben wir jetzt? 62. Also ich habe jetzt, ich glaube, gute 10 Folgen am Stück aufgenommen. Nee, ab 55. Also jetzt von 55 bis 62 am Stück aufgenommen sozusagen. Na? Also an einem Tag sozusagen abgearbeitet sozusagen. Damit hätten wir das Wort sozusagen abgeklappert. Oh Gott. Okay, ich bin raus hier, ne, aus dem Kabuff, seht ihr, weil ich nämlich zwischendurch mal in der Garnison, ja, also pass auf, das Ding ist, ich war in der Ordenshalle und habe dann nochmal ein bisschen an der Waffe rumgebastelt, beziehungsweise so ein bisschen noch an Artefaktmacht investiert und ich weiß nicht, kann ich euch das hier so zeigen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube. Doch, das geht. So, Umschalt, Rechtsklick, Artefakt zu betrachten. So, also, ich habe hier den dritten gefüllt mit erhöht die von heiliges Licht und Lichtblitz hervorgerufene Heilung um 20% aktueller Rang. Gut, mehr als 6 geht nicht. Und dann habe ich hier jetzt noch, das wurde freigeschaltet, nachdem ich hier alles vollgeballert habe, wurden hier die ersten zwei freigeschaltet. Habe ich dann hier noch weitergemacht, aufgrund, also wegen der Artefaktmacht. Ich hatte so viel, dass ich eben halt jetzt hier in der Mitte bis auf 5 rangekommen bin. Und die nächsten wären eben halt 1,9 Milliarden Artefaktmacht. Aktuell sind wir bei, was ist das? 670 Millionen? 738.980, das kommt hin. Gut. Also wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt sind wir jedenfalls auf dem Weg. Ich hoffe, dass das der richtige Pfad ist, sonst hätten wir ein Problem. Ich glaube, es ist der falsche Pf Ja, ich bin falsch gelaufen. Laufen wir halt wieder zurück. Kein Problem. Diese Folge ist übrigens auch für heute dann die letzte Folge, weil wir haben es jetzt 20 nach 1. Und wenn ich jetzt noch weitermache, dann bin ich bis nächste Woche mit dem Rendern noch nicht fertig. Nein, kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Ja, aber das war, also der Marathon, der war jetzt echt, der war gut, der hat Spaß gemacht. Okay, so, wir sind wieder bei den Ruinen. Gehen jetzt mal in diese Wegrichtung. Haben wir noch ein Pflänzchen? Ich habe die Quest. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Quest in Dalaran auch angenommen, wegen den Pflanzen einsammeln. Deswegen also nicht wundern, ich habe schon vor dieser Aufnahme ein bisschen was gesammelt, weil ich glaube, wir sind jetzt bei. Was war das? Wo ist es? Verseuchte Stirn zu ernten. Ich glaube, 4 von 15 haben wir jetzt. Wenn ich das richtig sehe. Oh, was ist hier los? Volksversammlung? Wow! Ja, gut, aber da wollen wir gerade nicht hin. Und hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Oh, wir kommen hier durch. Aber wir hauen hier wahrscheinlich gleich wieder ab, weil es sind nämlich 110 Non-Elite-Elementare. Das gefällt mir ja ganz und gar nicht. Wir sind gerade am Fighten. Non-Elite, Elite. Gut. Machen wir mal einen Bogen rum. Hier ist noch ein Pflänzchen. Da ist noch ein Splitter. Eieieiei, das hält jetzt natürlich ein bisschen auf, aber umso eifriger man ist, ich glaube, desto eher oder desto mehr rentiert sich das dann. Während die Bildwiederholungsrate hier gerade in den Keller stürzt. Na, jetzt geht's wieder. So. Da sind wir. Oh. Nun, ihr seid nicht vom Palast und ihr
Ihr seid kein Dämon. Wenigstens nicht du. Gebt euch zu erkennen, bevor ich euch in die Tiefen des großen Meeres teleportiere. Alter, chill mal dein Leben. Was ist das? Eine Münze? Die Dämmerlilie. Das ist das Siegel der ersten Arkanistin. Ist sie am Leben? Ja, ist sie. Lass mich runter. Wir haben also immer noch eine Chance. Kommt schnell. Ich brauche eure Hilfe. Hallo, runter. Ach ja, die Falle. Oh, danke. Nethana. Hätt's mir gesagt, dann hätte ich das auch selber gemacht. Schloch. Oh, das war jetzt wirklich ein weiter Weg. Oh, hallo. So, ihr könnt mich zu Talisra bringen, sobald meine Arbeit hier getan ist. Ja, natürlich. Die hohe Kunst der Telemantie. Telemantie. Oi. Ich hatte keine Zeit, mein Werkzeug einzusammeln, bevor ich aus dem Palast geflohen bin. Ich bin hier, um etwas davon zu retten. Diese alte Werkstatt besteht aus mehreren Räumen, die durch Teleportationsplattformen verbunden sind. Elisandes Schläger suchen den Komplex schon nach mir ab. Doch von hier aus kann ich das Teleportationsnetzwerk manipulieren und sie im Kreis laufen lassen. Das ist ja mal nett. Geht ihr hinein, ich werde ein Auge auf eure Position haben und dafür sorgen, dass sie die Teleporter für euch normal funktionieren. Findet diese zwei Teile und bringt sie mir. Ja, und dann kriegen wir wieder Artefaktmacht. Geil. Sammelt den verwitterten telemantischen Signalgeber und die gesprungenen Farbmuffe in... Okay. Der Teleporter ist direkt da draußen. Aktiviert ihn erst, dann betretet die Plattform. Okay, hier aktivieren und dann auf die Plattform stellen, wa? So. Und so. Oh Mann, das war jetzt ja echt schwer. Alle Teleporter funktionieren auf dieselbe Weise. Benutzt sie, um die Ausrüstung zu finden. Okili-dokili. So, an den Kristall komme ich nicht ran. Dann müssen wir hier rein. Und das war's schon. Ja. Alles klar. Oh, Kacke. Okay. Gut. Moment. Brunnen. So, Bibliothek. Warp-Labor. Da kamen wir gerade her. Warp, oder doch? Nein, warte. Moment. Quest. Findet die zwei Teile und bringt sie mir. Diese alte Werkstatt, Plattform verbunden, Schläger suchen, Komplex schon nach mir ab. Von hier aus kann ich das Teleportationsnetzwerk manipulieren und sie im Kreis laufen lassen. Geht hinein, ich werde ein Alga. Findet diese zwei Teile und bringt sie mir. Gut, okay, hier ist jedenfalls nichts. Dann müssen wir erstmal gucken, was in der Bibliothek ist. Wenn es denn die Bibliothek überhaupt ist. Die Telemantie wird nicht lange halten. Ah, ich glaube, wir sind hier vielleicht richtig. Oh. Und wir sind wieder weg. Oder was? Bin ich jetzt zu nah an dem... Seltsame Entdeckung. Aber ihr werdet die Ausrüstung, die wir brauchen, nicht da drin finden. Ah, okay. Danke. Also Bibliothek ist es jetzt zum Beispiel nicht. Gut, nicht die Bibliothek. Hier scheinen wir vielleicht richtig zu sein. Obwohl, hier ist auch... Nee. Aber wir sind dicht dran. Warpmuffe. Wir versuchen es mal im Warp... hier im Garten. Telemetrielabor. S-Ecke. So kann ich nicht wieder zurück. Das ist ja doof. Ah ja, gut. So, Warp-Labor. Das ist zu weit
Aha, wir sind richtig. Okay, das ist jetzt wieder da oben. Wo war das? Ich hab's vergessen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück. Zur Werkstatt? Na, eigentlich nicht. Aber gut, dann nehmen wir von da aus. So, jetzt Bibliothek war es nicht. Wenn dann der Brunnen. Nee, der Brunnen war es auch nicht. Telemetrielabor. Garten. Essecke. Jemand anderes macht sich am Netzwerk zu schaffen. Die Telemantie erfordert Feingefühl. Das ist nichts für Amateure. Ja, ich merke das schon. Es ist nichts für mich. Ja. So, Wablabor, Bibliothek. Also. Keine Ahnung. Scheiße. Mann, ey, wir waren doch schon da. Brunnen. Bin ich schon wieder... Ja, Amateure. Er hat's gesagt. Amateure. Nichts für Amateure. Ja, und was ist hier? Meine Wenigkeit, voll der Amateur. Aber volle Granate. So, Werkstatt. Okay. Benutzt den... Ja. Mhm. Es kann ja nicht sein. Also ich kann da ja nicht so zu Fuß hin. Das läuft ja nicht. Brunnen. Warblabor. Bibliothek. Nicht. Also hier, Bibliothek, kommen wir nicht sehr weit.
Das ist ja da in dem Kabuff und keine Ahnung. Da, und was ist jetzt hier nochmal? Der Garten. Telemetrielabor. S-Ecke. Telemetrielabor. Aha, siehst du. Jetzt aber. Meine Güte. Wir werden bestimmt gleich angegriffen. Gute Arbeit. Bringt sie zu mir in die Werkstatt. Oder auch nicht. Mann, ey, jetzt eine halbe Folge dafür aus. Na, so Idiot, ey. Aber hübsche Aussicht. Warte mal, ich brauch sowieso mal ein Bild. Moment. Warte. Na gut, jetzt ist es wieder ausgegangen. Das macht nix. So. Okay, und danke. Wunderbar. Jetzt können wir wieder den Porter aktivieren. Und einsteigen. So, und jetzt zurück zum Nicht-Garten, Telemetrielabor, S-Ecke. Gut, dann in den Garten. So, Brunnen, Bibliothek, Wrablabor. Brunnen. S-Ecke, Telemetrie, Garten. Ich war hier doch schon. Jetzt geht das wieder los. Alter, ich gehe jetzt direkt in die Bibliothek und lass mich so davon von. Lass mich dann so automatisch zurückporten. Bibliothek, Warp-Labor. Ja, komm. Hier, Bibliothek rein. Und dann werden wir automatisch zurück in die Werkstatt teleportiert. So, gleich mal loslaufen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Merkwürdig. Ihr hättet bereits zurückgerufen werden sollen. Oh, verdammt. Was ihr gerade getan habt, es hat euch mehr Zeit verschafft. Scheiße. Wie viel Zeit denn? Ah, ich sehe es oben links. Ja, okay. Nee, doch. Okay, ja. Alles klar, das war gerade ein Buff. Ja, jetzt sind wir wieder da jedenfalls. Sehr schön. So. Die sind nicht besonders im guten Zustand, werden den Zweck aber erfüllen. Danke. Wir müssen das Gebäude abriegeln, sonst könnten meine geschätzten Kollegen aus dem Palast meine Geheimnisse entdecken, was ein Risiko für die Teleporter darstellen würde, die ich euch und Talisra baue, die ich für euch... Ja, okay. Damit gelangen wir in meine geheime Testkammer unter dem Berg. Von dort aus können wir die Abriegelung einleiten und entkommen. Okay, wir müssen jetzt wohin? Hier, Testkammer. Okay. Seltsam. Die Verteidigung ist inaktiv. Eindringlinge, wie ist das möglich? Das darfst du mich nicht fragen, du müsstest das wissen. Diese Spule greift auf alte Leylinien zu, schaltet sie auf volle Kraft. Jawohl. Bereit zur Arbeit. Wenn wir genug Spulen überladen, setzen wir das ganze System außer Gefecht. In der Kammer da unten gibt es noch mehr Spulen und noch mehr Eindringlinge. Ja dann, auf. Twin,
Ich hätte eigentlich euer unverwechselbar einfältiges Raumforschung an meinem Netzwerk erkennen. Sieh an. Ihr scheint mir ziemlich ausgemergelt zu sein, verehrter Lehrer. Ich muss dir auch genug? Ihr solltet stolz sein. Euer Werk wird uns dabei helfen, jeden Winkel unserer uralten Länder zurückzuerobern. Ich kümmere mich um Twen, ihr um die Spulen. Geht klar. Der knallt jetzt schon wieder, also der knallt jetzt schon ein bisschen mehr Heilung raus. Das finde ich gut. Boah, Buff hat's macht. So, der letzte. Seht es ein, alter Mann. Ich habe euch übertroffen. Guter Trick. Den Raum so, um euren Körper zu krümmen. Aber was, wenn der Raum bereits instabil ist? Darf ich sie jetzt angreifen? Oh, verdammt. Ladebild. Na toll. Mein Krümmungsfeld funktioniert nicht. Wo habt ihr uns hingebracht? Instabiler Raum. Nein, dieser Ort muss sich meinem Willen beugen. Twen hat Magie immer auf die leichte Schulter genommen. Sie war eine schreckliche Schülerin. Was habt ihr entdeckt? Naja, also... Talisra ist in der Nähe von Meridil. Können wir uns dahin teleportieren? Ich werde uns so nah wie möglich heranbringen. Kommt näher. Ich bin schon nah dran. Oh, ja, okay. Ich bin schon nah genug dran. Oh, scheiße. Das hat ihn jetzt umgehauen. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Dankeschön. Gewährt euch 1,8 Milliarden Artefaktmacht. Geil. Tragt Großelementant, Elementant. Ja, tut, okay. Mhm. Na, dann komm mal her, Kollege. Kulets absetzen. Ja, ja, alles klar. Scheiße, eigentlich müsste ich davon ein Bild machen. Warte mal. Davon müsste ich ein Bild machen. Geil. Aber auch so, dass man ihn gut sehen kann. Ist natürlich ein bisschen schwer wegen der Waffe. Aber ich glaube, so geht es. So, dann gucke ich mal, wie das auf dem Thumbnail aussieht. Und wenn das nicht so geil aussieht, dann nehme ich das vorherige Bild von dem Portal. Von dem Teleporter. So ist richtig. Ja, das sieht echt gut aus. Keine Panik, ich bin ja schon da. Ein Tag nach dem anderen. Arbeit abgeschlossen. So. Nähert Großelementar Okulett mit uralten Mana. Jawohl. Geht sofort los. Oh, hallo. Getötete Gegner erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 15 Sekunden. Wow. Verdorre an einem anderen Tag.
Verwendet den telematischen Signalgeber, um die Ruinen von Eluneth zu untersuchen. Respektiert die Magie, oder sie übermannt euch. Ich bin schon dabei. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, haben wir unsere erste Verbindung. Schade, ich kann mir so noch nichts von ihr kaufen. Oh, hier, reparieren, das ist gut. Wohlwollend, ja gut, die geben mir natürlich so jetzt nichts in die Hand. Warte mal. Die brauchen wir noch, die können weg. Brauchen wir noch? Ja. Brauchen wir auch noch. So, so und so. Prüfen, beobachten, wiederholen. Fein, okay. Ja, so. Kehrt zu eurer Schmiede zurück, um neue Bonus freizuschalten. Um einen Bonus freizuschalten. Fein. Das können wir ja mal eben auch kurz machen. Dalaran Ruhestein. Reisen wir da mal eben kurz hin. Zur Ordenshalle. Dann zeige ich euch das mal eben ganz fix noch. Nochmal eben. Also machen wir zusammen. Und dann machen wir Feierabend. Für heute. Ich glaube irgendwie, was waren das jetzt? 8 Folgen? 8 oder 7 Folgen? Ja gut. Ja, Tesorring, ja. Das reicht erstmal, glaube ich, dann für 2. Nein, mal 3. Ah, so 2,5 Wochen. Geil. Scheiß die Wandern. Aber ich muss sagen, jetzt macht's, also es machte schon vorher Spaß. Aber jetzt macht's noch mehr Spaß. Überall gesucht. Oh, der Kopf ja. In der Kristallkugel. Ich versuche mal etwas Neues. Ja. Hier, Erzmagier Khadgar wieder hier in seiner in seiner Kugel. Geil. So. So, jetzt haben wir es hier. 3,82, ja, okay. Mhm. Da mit 1,9 Milliarden können wir das jetzt hier nochmal freischalten. Und jetzt für die nächsten brauchen wir 2,5 Milliarden. Wir haben 1,8 Milliarden. Das ist jetzt, ja. Hier auf jeden Fall Einigkeit der Legionsrichter. Eure Fähigkeiten haben eine Chance, Einigkeit der Legionsrichter auszulösen. Dieser Effekt erhöht eure Intelligenz 10 Sekunden lang um 5500. Krasser Scheiß, Alter. Der Rest ist soweit alles, glaube ich, hochgepult. Hochgepusht. 6 von 6, 1 von 1, 4 von 4, 4 von 4, 1 von 1, passiv, 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. 1 von 1, 4 von 4, 5 von 5, 1 von 1, 4 von 4, das ist voll, ja, nö, ist dicht. Und hier auch, 1 von 1, 1 von 1, 4 von 4, 1 von 1. Also sprich, das hier können wir nur noch hochpushen wahrscheinlich. Ja, fürs nächste Mal eben halt bei 2,5 Milliarden. Also, hier ist jetzt Schluss mit lustig. Ich gehe dann gleich nochmal hier wegen der Ordenszahlenberichte gehe ich ran. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, Episode 63, wieder in, was habe ich jetzt gesagt? Das war falsch. Hier in Suramar. Genau. Bei Meridil. Okay, also, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken und haut rein. Aber bloß nicht zu doll.